Hi und herzlich willkommen bei Angedacht. Heute mein vierter Freiheitsgedanke. Aufgepasst. Hier stehe ich und ich kann auch anders. Merkt ihr, letzte Woche habe ich das Wort von Martin Luther, was ihm zugeschrieben ist, zitiert. Hier stehe ich und kann ich dann noch gesagt, wir sind frei, eigene Standpunkte einzunehmen. Das ist cool. Aber wir sind auch frei, eigene Standpunkte zu verändern und neue einzunehmen. Weil mir scheint es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es schwierig ist, wenn wir unsere Meinung ändern, wenn wir andere werden. Ja, so werden manchen jungen Politikerinnen vorgehalten, dass sie irgendwie früher irgendwelchen Mist erzählt haben und man billigt ihnen das nicht so richtig gut zu, dass sie ja sich verändern, dass sie wachsen, dass sie reifen, dass sie einen anderen Standpunkt einnehmen. Und ich glaube, es ist gut biblisch, dass wir unseren Standpunkt auch verändern können und dürfen, dass wir klüger werden, dass wir einsichtiger werden, dass andere uns überzeugen, dass wir zu neuen Einsichten kommen. Philipp Melanchthon hat dann mal gesagt, wir sind zum gegenseitigen Gespräch geboren. Jawohl, das glaube ich. Und nur da, wo wir die Köpfe und die Gedanken zusammenlegen und zusammentun, kann mehr rauskommen und was Gutes werden. Und ich glaube, das gilt für alle Bereiche des Lebens, das gilt für Freundschaften, für die Familie, das gilt für die Gemeinde, das gilt für das politische Wirken und den politischen Diskurs vor Ort, in der Kommune, im Land, wo auch immer. Also, zum gegenseitigen Gespräch sind wir geboren und wir dürfen, und wir sind frei, unsere Standpunkte auch zu verändern. Hier stehe ich und kann auch anders. Vielleicht bewegt ihr euch in dieser Woche ein bisschen. Alles Gute dabei. Bis zum nächsten Montag. Tschüss. Das war Angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald.